Bevor das Video losgeht, wir haben im Moment aktuell eine Aktion auf Plaria.net. Dazu betretet ihr einfach Plaria.net und sendet mir eine Freundschaftsanfrage. Ich werde nämlich in diesem Monat alle Freundschaftsanfragen annehmen und unter allen Leuten, die in meiner Freundesliste sind, wird etwas verlost. Also kommt auf jeden Fall gerne mal da rein und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich wollte euch ja was erzählen über die aktuelle Situation, was ich gestern mit dem Team geredet habe und wie sich vielleicht auch einiges in der nächsten Zeit ein bisschen verändern wird. Und ich bin natürlich persönlich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Leute, Meinsucht hat es schon wieder getan. Und was ich damit meine, seht ihr vielleicht auch schon auf dem Thumbnail, beziehungsweise hier im Video. Ihr seht schon, ich befinde mich gerade auf irgendeinem Server. Ihr wisst vielleicht nicht, was für ein Server das ist. Wenn ich F1 drücke, seht ihr es vielleicht. Wir befinden uns tatsächlich auf Meinsucht. Ja, Meinsucht hat es schon wieder getan. Es gibt wieder eine neue Lobby. Und ich will euch heute einige Informationen darüber geben und auch was ich für ein Gespräch mit dem Meinsucht-Team hatte und ja, wie das Ganze im Moment aussieht. Aber erstmal, wie gesagt, ich bin auch gerade das erste Mal draufgesäumt. Wir haben heute den 1.5. Ich denke, das Video kommt auch am 1.5. Und wie gesagt, die Lobby ist jetzt gerade seit ein paar Stunden auf diesem Server drauf. Und ja, wir sehen halt, wir spawnen hier, ich glaube, das ist im Moment noch nicht auf den normalen Lobbys, genau. Es ist nur auf den Premium-Lobbys aktuell, zum Test, denke ich mal. Und ja, welche Informationen kann ich euch geben und wie sieht diese Lobby aus? Ich habe sie selber vorher noch nicht gesehen, deswegen werden wir uns jetzt ein bisschen das zusammen angucken. Und ich sage euch, wie gesagt, ein paar Informationen, wie es aktuell mit mir und Meinsucht aussieht. Und ja, also einmal, was mir eben aufgefallen ist, der private Server kommt scheinbar hierhin, ist aber aktuell noch nicht aktiviert auf der Premium Lobby. Oder er steht gerade irgendwo anders, ich weiß es nicht genau, aber hier steht noch irgendwie private Server, aber hier ist eigentlich noch gar kein Villager. Also das fehlt irgendwie noch. Aber sonst gibt es hier den Haustiertrainer, hier die, die Truhen halt, da habe ich übrigens noch 280. Stimmt mal hier oben ab, ob ich mal so ein Opening machen soll, wo ich 280 Truhen einfach öffne. Mal gucken, wie viel Coins wir bekommen oder so. Ja, hier oben sind halt die Top-Spieler, halt Platz 1 und so weiter. Das habe ich ja damals noch sogar programmiert. Und hier auch die Top-Wall und sowas. Genau, und wir haben halt hier die NPCs, die wir ja vorher schon hatten. Aber die Lobby ist ja deutlich größer als das, was jetzt man hier sieht. Und das wollen wir uns gerade mal ein bisschen angucken. Hier oben haben wir, was ich richtig cool finde, das Logo halt, was wir auch in der Serverbar oben sehen. Also das Logo halt hingebaut, das kennen wir, glaube ich, schon von MLG Wash. Warte, ich guck mal gerade, ist das da auch drin? Genau, das ist, glaube ich, ist das kopiert? Ja, da, genau, das ist das gleiche Icon hier. Die Lobby ist ja auch neu gebaut worden, glaube ich. Die ist noch nicht so alt. Ja, das ist halt das gleiche Logo, finde ich mega cool. Ja, sonst natürlich, also ich muss euch persönlich sagen, meine ganz persönliche und tiefe Meinung, als die haben, also Meinsucht, der Twitter-Account, ihr könnt mir übrigens gerne mal auf Twitter folgen. Dort poste ich sowas auch mal oder retweet solche Sachen und könnt natürlich auch gerne mal Meinsucht folgen. Meinsucht hatte da gepostet, so Teaser-Bilder gepostet und ich dachte halt so, vielleicht kommt ein neuer Spielmodi oder sowas Neues. Und ich bin natürlich persönlich tatsächlich ein bisschen enttäuscht davon, dass es nur eine neue Lobby ist. Also, meine ich jetzt nicht böse, aber ich glaube, die alte Lobby ist ja noch gar nicht so, also gar nicht so alt. Und ich dachte, hey, vielleicht kommt ja ein neuer Spielmodi. Eine Lobby ist auch cool und ich bin jetzt echt mal gespannt, wie die aussieht. Aber persönlich muss ich euch ehrlich gestehen, war ich ein bisschen enttäuscht. Das habe ich tatsächlich auch gestern gesagt. Also ich hatte gestern noch ein Gespräch mit ein paar Meinsucht-Teammitgliedern. Dazu kann ich euch aber später mehr sagen. Und ja, was haben wir denn hier Schönes? Hier ist Skywars. Ah, okay. Lol, guck mal, Leute, hier ist so eine... Kann man die auch fahren? Boah, das wäre so geil, wenn man die fahren könnte. Aber ich glaube, man kann hier nicht fahren, oder? Boah, das wäre... Das müsst ihr noch hinzufügen, dass man die fahren kann. Das wäre übelst cool. Das wäre richtig geil. Bitte, bitte, liebes Meinsucht-Team. Fügt hinzu, dass man... Wow. Lol. Ach, das sind Leitern. Okay, man kann sie gar nicht fahren, weil das hier Leitern sind. Schade, schade. Wenn man die fahren könnte, das wäre so übelst geil. Aber man kann sie quasi langlaufen. Aber wenn ihr die noch... Ja, gut, dann müsst ihr die halt umbauen. Aber das wäre echt cool, wenn man die irgendwie fahren könnte. Und dann fliegt man hier irgendwie so runter oder sowas. Boah, das ist ja richtig cool. Okay, ich bin nicht mehr im Fly-Modus, warum auch immer. Ja, okay, also das ist quasi hier so der Achterbahnpark. Oh, den Turm habe ich auch schon auf dem Teaser gesehen. Was ist denn hier drin? Ah, hier sitzen einfach die... hier sitzen Teammitglieder. Mhm. Volleyballfeld, den Strand.
Hier, was haben wir hier? Auch so eine... Ey, ihr habt ja ganz viele Minenbahnen. Ihr müsst unbedingt hinzufügen, dass man die fahren kann. Wie geil wäre das denn? Aber ich muss an der Stelle schon mal sagen, es ist sehr detailliert. Was haben wir hier? Ah, hier ist TNT-Run. Es ist aber wirklich, also das sieht aus, als wäre es wirklich Arbeit gewesen, diese Lobby zu bauen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die anderen Lobbys nicht so krass waren, aber man sieht halt hier oft ein bisschen schon Detail auch mit drin und so. Und ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich von diesen, also irgendwas muss doch diese Strecken auf sich haben. Da kommt doch noch irgendwas, Leute, da muss irgendwas kommen. Weil als wenn die jetzt so viele, also ich sag mal so, es sieht halt jetzt nicht so schön aus hier, diese Strecken, also... Könnte man auch weglassen, sage ich mal so. Aber es sieht halt wirklich so aus, als kann man das irgendwann vielleicht fahren. Ich bin mal gespannt, Leute. Ich bin mal gespannt. Ah, oh. Bad Wars ist beim Riesenrad. Ja, nice. Okay. Und dann haben wir hier wirklich... Hier haben wir einfach das Bad Wars. Das hatten wir ja vorher auch schon, dass wir hier unten so ein Ding drunter hatten. Mhm. Ah, hier oben fehlen irgendwie... Da sind noch die Itemframes. Vielleicht ist da mal geplant, dass da so Bilder reinkommen. Wisst ihr, wie ich meine? Dass da so Bilder reinkommen. Und was haben wir hier? Ah, Fun Clan Wars. Okay. TTT ist bei dieser langen Bahn hier, bei der Uhr. Ja, auch nice. Okay, also hier geht's. Also ich finde das cool, dass der Spawn quasi oben in der Mitte ist. Das, finde ich, macht die Lobby halt so ein bisschen zentral. Also da sieht man halt so, oben ist die Mitte, zack, die ist auch hochgelegen. Und von dort kommt man zu allen Spielmodi. Jump Leech. Ah, Jump Leech ist hier unten. Okay, cool. Ja, das finde ich cool, dass der bei dem Turm ist, weil den finde ich eigentlich auch... Ganz nice. Und Gun Game haben wir auch am Strand in der Nähe von MG Wars. Ich weiß nicht genau. Mhm. Lol. Gab es schon immer 4 Gun Game Server? Ja, ich glaube, es gab schon immer 4, oder? Ja, naja. Und Knockback FFA haben wir dann auch hier am Strand. Ich weiß gar nicht, ist das in der Nähe? Ja, ist in der Nähe von Jump Leech. Okay. So, gehen wir aber mal in eine Runde Jump Leech hier rein, weil, wie gesagt, ich wollte euch ja was erzählen über die aktuelle Situation, was ich gestern mit dem Team geredet habe und wie sich vielleicht auch einiges in der nächsten Zeit ein bisschen verändern wird. Deswegen, ja, schnallt euch auf jeden Fall an, wenn ihr im Auto sitzt, das ist sowieso eine generell gute Idee. Und wenn ihr auf dem Sofa liegt, dann legt euch gescheit hin, weil jetzt wird's... Gibt's was zu erzählen. Ich frage mich, warum dieses Press E to Open Your Inventory da oben nicht weggeht. Das nervt mich ein bisschen. Aber naja. Okay, es gibt ja auch neue Jump Leech Module, glaube ich. Ich kenne zumindest nicht alle. Ich weiß gar nicht, das habe ich, glaube ich, schon mal... Doch, das bin ich schon mal gesprungen. Okay, entspannt. Ja, folgendes, Leute. Und zwar, ja, wie gesagt, ich hatte gestern, weil ich halt gesehen habe, hey, da kommt jetzt irgendwie ein neues Update am 1.5. Und wie sieht das denn aus? Was ist da? Dachte ich, ich schaue mal auf dem Teamspeak vorbei, beziehungsweise erstmal war ich am Server. Und dann war der liebe Paul, also Rocco, der war gerade zufällig auch auf der Lobby. Oh, das war jetzt richtig unnötig. Das war jetzt so unnötig, Leute. Egal. Und ich dachte mir so, ich schreibe ihm mal, hey, bist du auf dem Teamspeak? Und dann habe ich da, ja, bin ich halt auf den Teamspeak gekommen und da waren auch noch ein paar andere Teammitglieder, die ich auch noch von früher kenne. Und ja, dann habe ich halt, haben wir über ein paar Sachen geredet, was halt aktuell so abgeht bei Minesucht, weil ich halt ja nicht mehr so gerade drin war, was jetzt gerade gemacht wurde. Dann haben sie mir erzählt, dass auch die Webseite ja aktualisiert wurde. Und dass da halt einige Probleme auch waren, beziehungsweise halt Stress oder sowas. Also ihr kennt das doch, Leute. Übrigens, kleine Werbung an der Stelle. UMC Shop und auch die Plaria-Webseite wurden übrigens gestern, also am 30.04., ja, 30.04., auch aktualisiert und wurden auf einen neuen Server verschoben. Also sollten jetzt schneller laufen. Also so viel zum Thema. Ja, das ist halt, das gehört halt dazu und das war auch... für mich relativ stressig und auch für die anderen, die da mitgeholfen haben. Ja, vielen, vielen Dank an für euer Verständnis an der Stelle. Und ja, dementsprechend hat Paul mir halt auch erzählt, hey, ja, da gab's ein paar Sachen, die wir machen mussten. Und das war halt auch, war nicht gerade unstressig, aber ja. Genau, dann habe ich halt irgendwie, haben wir dann irgendwie später, bin ich dann auch dazu sprang gekommen, was kommt denn morgen? Und wollte dann einmal so nachfragen, beziehungsweise hab dann gefragt, ob das schon auf der Silent Lobby da ist. Dann hat er gesagt, nee, ist noch nicht auf der Silent Lobby. Was hatte ich, glaube ich, ingame gefragt. Und dann hatte ich auch so den Kommentar gemacht von wegen, ich hoffe, es ist keine Lobby. Beziehungsweise hatte gesagt, ja, ich hoffe, man macht keine neuen Lobby. Und da haben die Teammitglieder auch schon so ein bisschen gefragt, ja, warum? Und dann hab ich so gefragt, ja, die alte Lobby ist ja noch gar nicht so alt. Also die aktuelle Lobby, die damals aktuell war. Ihr wisst, ich meine. Ja. Dementsprechend war das so das Ding dahinter. Wir müssen hier so ein bisschen... Oh,
Okay. Oh Gott, wir haben es geschafft, sehr gut. Ja, genau. Und da hatte ich dann so ein bisschen auch ein Gespräch über aktuelle Situationen, weil ich nämlich auch gestern, ach komm, der letzte Sprung muss das denn sein, auch gestern eine Idee hatte, was in der Zukunft dann mit Meinsucht auch passieren kann. Also, beziehungsweise was ich mit Meinsucht vielleicht auch ein bisschen mehr wieder Sachen zusammen mache. Also mal vielleicht mehr auf dem Server. Ja, dementsprechend dachte ich mir an der Stelle, du fragst den lieben Paul mal, ja, hey, hättest du Bock wieder was zusammen... Nee. Naja, ich habe zumindest Paul gefragt, hey, wie sieht's eigentlich mal aus? Wollen wir mal wieder ein Event zusammen machen? Weil ich weiß nicht, für die Leute von euch, wir hatten ja einmal den Plan, auch ein Event auf Meinsucht zu machen. Also ich quasi als YouTuber, wo ich nicht mehr Developer war, also als ich Developer war, hatten wir ja schon ein paar Events und da habe ich ja auch öfter gestreamt und sowas. Aber quasi, wir wollten eigentlich mal ein großes Bed Wars Event machen. Und an der Stelle, Leute, hat Paul halt gesagt, ja, können wir auf jeden Fall gerne mal machen. Und deswegen seid ihr jetzt gefragt, Leute. Ihr seid jetzt gefragt, was für ein Event wollt ihr auf Meinsucht haben? Und ich glaube, viele von euch freuen sich vielleicht auch, dass ich jetzt wieder zurück bin, beziehungsweise halt wieder ein bisschen mehr auf Meinsucht auch mache. Für die Leute, die jetzt Angst haben, irgendwie, dass mein Server darunter leiden würde oder sowas, natürlich habe ich auch noch meinen Server. Und Meinsucht hat halt zum Beispiel Jump Leech. Auf Plaria haben wir zum Beispiel Ragnar und Kors. Kann man ja, also es sind ja quasi nicht so, dass das zwei gleiche Server sind. Von daher, ich werde auf jeden Fall weiter natürlich Sachen auf Plaria machen an der Stelle. Plaria ist halt nun mal mein Server und ich mag Plaria wirklich. Plaria hat aber auch schwierige Zeiten und genauso wie Meinsucht auch schwierige Zeiten hat, das gehört halt nun mal dazu. Und ja, ich habe auch mit Paul halt auch über Plaria geredet. Der hat mir auch so ein paar Sachen darüber gesagt. Also ja, ganz kurz mit ein paar Teammitglieder habe ich gefragt, dass sie hatten halt auch mal auf Plaria gespielt. Also es ist nicht so für viele, die vielleicht denken, dass irgendwie ja halt manche Leute irgendwie also dass viele Leute im Meinsucht-Team Plaria auch überhaupt nicht mögen. So ist es eben nicht. Vieles kommt einfach bei mir manchmal falsch an und ja, ich fand es halt zumindest mal schön, wieder mit quasi den Teammitgliedern das zu klären und ja, jetzt sind alle gelieft, außer ich und diese zwei, oder wie? Ernsthaft? Gut, dementsprechend, Leute, wichtig, dass ihr jetzt in die Kommentare eure Ideen reinschreibt zum ganz einfachen, also zum, okay, den haben wir. Ja, komm her, Erdbeere. Nice. Was haben wir? Jetzt kämpfen die mal. Erdbeere wird einfach komplett genommen. Er hat nur noch ein Leben. Und wahrscheinlich nimmt nur Alex ihn jetzt auch, weil er halt 5000 Coins oder sowas hatte. Ja, damit ist er ausgeschieden und ich muss jetzt nur noch gegen Alex kämpfen. Okay, das wird jetzt gespannt, weil er natürlich ein viel besseres Equipment hat als ich. Hä? Hä? Was war das denn? Er heilt mich einfach. Ist ja süß. Das ist nett von ihm, aber er hat halt einfach irgendwie ein Schärfe 5 Schwert oder sowas. Da kann ich halt wenig machen. Ah! Ja. GG. Ja gut, da kann ich halt nichts machen bei Schärfe 5 oder was er da hatte. Ja gut. Ja, okay. Naja, das einmal, ihr wisst ja, Jump Leech, die PvP-Phase ist meistens nicht so gut bei mir. Dafür ist der Jump-Part eigentlich ganz cool. Leute, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mal euer Feedback unten reinschreibt. Die Woche werde ich vielleicht auch mal ein Video machen zum Thema Geld und Server und Geld und weil da letztens auch wieder Fragen aufgekommen sind. Ich war auch letztens auf der Meinsucht Premium Lobby und da hatten auch wieder einige geschrieben, dass ich irgendwie einen Server nur wegen Geld gemacht habe. Deswegen, ich würde euch gerne mal da so die Karten offenlegen und auch mal vielleicht ein bisschen darüber reden, wie viel kostet so ein Server und so weiter. Deswegen stellt eure Fragen dazu gerne mal in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da und ja, ich hoffe, euch gefällt wieder, dass jetzt auch wieder aktiv Videos kommen. Halt alle zwei Tage und dazwischen ein Livestream. Also, ihr kriegt jeden Tag Content, aktiviert die Glocke und haut rein. Ciao, ciao. I'm not afraid.